Moin Leute und willkommen zu einem weiteren YouTube-Video auf meinem Kanal. Es geht weiter, der Grind ist real. Wir kommen heute noch zu dem Speedrun-Projekt Tag Nummer 7, aber vorher müssen wir ganz wichtig eine Challenge spielen, und zwar die Nacht-Hexen-Herausforderung. Ein Game habe ich schon gemacht und hier können wir erstens die Hexe, dann epische Tokens, damit können wir uns Golem aufs nächste Level bringen, legendäre Tauschmarken, damit können wir uns Sparky aufs nächste Level bringen. Und noch das Nachthexen-Emote freischalten. Also wir können Golem, Sparky und vielleicht die Hexe aufs nächste Level bringen. Das ist extrem nice für uns. Deswegen werden wir die auf jeden Fall spielen. Alle im Projekt dürfen diese Challenge spielen. Auch wenn wir allgemein keine Challenge spielen dürfen. Diese dürfen wir spielen und auch morgen noch die Banditen-Challenge. Und danach wird es dann den Speedrun geben. Den werdet ihr später heute an demselben Tag noch auf YouTube sehen. Also falls ihr darauf wartet. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit diesem Video. So, wir haben Blitz gegen Erdbeben. Was nehmen wir? Ich würde sagen, wir nehmen Blitz. Dann nehmen wir den Royal Giant. Dann nehmen wir den E-Dragon. Und dann nehmen wir noch den Eismagier, weil wir haben einen guten Counter gegen ihn. Dank dem Kader. Ja, Jona, du bist echt insane. Wie gesagt, das Nachthexen-Dings werde ich für dich versuchen, möglichst gut vorzubereiten. Das andere weißt du ja Bescheid. Mr. Rodrigo. So. Was spielt unser Gegner? Ich bin gespannt. Er spielt eine Nachthexe hin, die haben wir ihm ja gegeben. Ice Wizard hinten als Reaktion. Alles klar, Commander Tree, hau rein. Dann E-Dragon an der Stelle. Und dann bringen wir gleich den Royal Giant einfach mal davor. Spielen recht aggressiv, aber können wir uns auch auf jeden Fall erlauben. Wir wissen, er hat den Inferno-Dragon, den kann er jetzt an der Stelle hier nicht spielen, weil wir eben den E-Dragon am Start haben. Das weiß er auch, deswegen spielt er den recht weit hinten, aber der Eismagier und der E-Dragon clearen den Spam. Und jetzt connectet der E-Dragon am Inferno-Dragon. Und das ist extrem viel Damage für uns. Sehr schön. Sehr guter Start ins Game. Wir spielen die Spirefirds an die Brücke. Hashtag Trimax ist da. Wie das Trimax echt Spirefirds gesagt hat, ist schon wieder. Also das war es wirklich wieder komplett. Wir machen hier wieder doppelten Druck. Erst mit einer Truppe, die slowt, dann mit einer Truppe, die viel Schaden macht. Ich spiele dann noch hier den E-Dragon hin, um die Bats zu klären. Wobei der Eismagier jetzt hier down geht von Princess und Dings, aber das ist auf jeden Fall okay. Ich hoffe, dass der Dark Goblin überlebt. Ja, er überlebt. Oh mein Gott. Aber jetzt wird er wahrscheinlich gleich getroffen werden. Yep. Ärgerlich an der Stelle, aber macht man nichts. Spielen wir mal einen Miner, damit der Magic Archer dort nicht gehittet wird und der Turm. Der Magic Archer war auch nicht optimal, aber geht klar. Er muss noch was setzen. Moin, Florian, was geht? Er spielt den Giant. Er ist Wizard. Da hat Goblin. Alter, der Spieltag war schon wieder insane. SK rasiert komplett durch. Was sagt ihr dazu, Leute? Was sagt ihr dazu? SK Gaming einfach komplett das stärkste Team aktuell der Welt. Die rasieren jedes Team weg. So krank. Das gibt's einfach gar nicht. Zack, der Turm ist down. Sehr, sehr schön. Müssten dann halt ein bis zwei Stunden warten, bis wir trainen können. Nee, Benny, das funktioniert nicht, weil ich ja die Challenge direkt nach dieser Challenge mache. Aber es werden Leute im Clan sein, die trainen können. Und ich kann auch einfach mit mir selber trainen, weil ich bin Max auf meinem Account. Also ich kann mir alle Karten zutrainen einfach mit Gold. Also wenn keiner trainen kann, kann ich es auch selber machen. Aber meine Ehren-Community war auch die letzten Tage letztes Mal so schnell dann beim Train dabei. Wirklich, Kuss geht raus an alle, die da so schnell reagiert haben. Nice Wizard geht raus. Ja, Speedrun findet gleich statt. Es geht direkt nach dieser Challenge. Wir versuchen jetzt gerade nochmal unsere Truppen zu verbessern. Wir werden Golem aufs nächste Level bringen, Sparky aufs nächste Level bringen und vielleicht die Hexe aufs nächste Level bringen. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen bei dem CSGO Major Finale. Das war Martin, das war unser Manager quasi vom Zerbrech. Nein, ich meine den, der auch in LA ist mit Morn und so. Ach so, das ist der Coach. Das ist der Coach, also quasi auch Manager, aber mehr oder weniger Coach. Das ist KV. K. Wallafa. Extrem netter Mensch. Ich bin echt froh, so einen coolen Coach gehabt zu haben und auch, dass er immer noch bei SK ist. Wirklich absoluter Ehrenmann. Kommt aus dem Profibereich von SK Gaming, hat früher auch im Mobile-Bereich selber irgendwie viermal die Weltmeisterschaft gewonnen in
Oh, wie hieß das Spiel nochmal? Nicht Vainglory, oder was? Vainglory? In halt einem Mobile Game. War das. Wie hieß denn das Game? Das war so ähnlich wie Vainglory. War das Vainglory? Ich weiß gar nicht 100%. Kann man auch. Könnt ihr sonst kurz googeln? Kann man vielleicht einmal kurz herausfinden? Einfach mal. KV. Googeln. Hat er noch Fehler? Nee. Nee. Ich bin hier ein Feuerball. Und da kommen noch ganz Probleme. Und der ist halt Coach. Der ist quasi, weil das Spiel selber kein E-Sports mehr gemacht hat, beziehungsweise da Probleme gab, ist er dann quasi in einen anderen Bereich übergegangen. Und das war dann halt Clash Royale Manager von dem neuen Team und ist da halt jetzt am Start. So, wir bringen jetzt hier den Royal Giant am Start. Ja, sehr schön. Die Spear Gobs killen jetzt hier den Dart Goblin. Das ist extrem wichtig. Ich würde sagen, hier bringen wir dann gleich die Minions, nachdem das Ganze runtergefallen ist. Kriegen auf jeden Fall jetzt hier ein bisschen Damage, aber die Minions sollten das Ganze clearen. Wir blocken die Fire Spirits oder die Spire Spirits, ja gesagt. Und dann sollte das Ganze ganz gut aussehen. Wir bringen hier nochmal Spear Gobs zum Pressure machen. Noch einen Ice Golem davor. Noch einen Feuerball an der Stelle, den wir einfach verworfen haben. Sehr schön. Papa. Einfach komplett daneben geworfen. Bisschen Fail an der Stelle. Eieiei, hier. Okay, nicht schlecht. Aber Skelett fällt noch darauf, sehr schön. Bring die Night Witch. Feuerball an der Stelle. Grabstein. Ganz einfach safe hier runterspielen. Jetzt bringen wir noch einen Royal Giant rein, weil wir wissen, wir haben einen Elixiervorteil. Er bringt Barbaren mit und bringt Minions. Übrigens Spear Gobs, falls er hier rechts noch was bringt. Und damit haben wir das nächste Game in dieser Challenge gewonnen. Sehr schön und steht damit bei 3:0. Der Grand ist ja so real bei dir feierlich. Ja, heute wird es auch wieder ein langer Stream werden. Ich denke, wir werden heute so bis 3.30 Uhr, 4 Uhr streamen. Ist ja morgen auch bei der. Karl, du bist jetzt morgen dabei, oder? Morgen bei der Challenge mit Big Spin und mir. Draft Royal, das ist eine Ehre. Das haben bis jetzt Moranbix wirklich immer gemacht, aber man kann ja aktuell nicht. Es wäre geil, wenn du dabei wärst. Und wenn du willst, später, aber ich denke mal, es ist zu spät für dich, beziehungsweise du hast keinen Bock, heute zu pushen, könntest du auch noch dabei sein beim Ladder Grind, aber du musst auch nicht, kannst auch nur kurz dabei sein oder halt gar nicht. Je nachdem, wie es halt aussieht bei dir. Aber morgen bist du am Start, okay, perfekt. Bin gespannt, ob keiner dabei ist. Ja, ich bin auch gespannt, ob keiner dabei ist. Ach, Verotech, ich liebe dich einfach, Mann. Verotech, ich liebe dich, no joke. Du bist einfach der beste Mod, den es gibt. Ist cool, ja, nicht stimmt, Karl. Nee, macht keinen Sinn. Okay, alles gut, lassen wir. Dumme Idee. Tobis Brille ist iced out. Nice. Erstmal die Princess connecten lassen, dann die Kobolde rein. Sehr schön, er bringt einen Hunter. Der sollte jetzt auch down gehen. Goblin gegen von ihm am Start. Ich bin gespannt, ob Floppy gespannt ist, ob Karl gespannt dabei sein wird und die Challenge spannend unter Spannung stehen wird. Nice. Wahrscheinlich. Das bin ich. Was meinst du, Jona? Ach so, besser Mod. Nee, da muss ich leider Verokek die Führung überlassen. Tut mir leid, Jona. Du bist der beste Cutter. Aber der beste Mod, das geht an Verokek. Oh Mann. Ich liebe es. Hunter und Gobble Giant an der Stelle reingebracht von ihm. Okay. Nicht schlecht natürlich. Royal Giant kriegt aber fett Damage raus. Wir müssen jetzt aber aufpassen. Er hat eine Goblin Gang noch am Start. Der Hunter ist halt noch nicht am Start, aber es könnte gleich fett Damage geben.
Valkyrie da. Ich glaube, Kanonenkarre klärt noch ordentlich. Jetzt noch ein Zap. Eos, sorry. Er hat auch viel Damage gemacht, aber der Graveyard ist ein bisschen fail, weil der Eos sich nicht umdreht. Lul, okay. Er kriegt unseren Turm. Okay, er kriegt unseren Turm. Nehmen wir mit. Soll er kriegen. So viel Damage wird das nicht mehr. Er spielt noch einen Hunter rein. Okay. Wir brauchen noch einen Lightning auf jeden Fall. Den spielen wir auch. Turm ist dann down. Dann spielen wir die Kobolde. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Der King Tower hat schon viel Damage bekommen. Der Graveyard ist allerdings bad von ihm und auch das Barbell ist nicht so gut von ihm. Sehr schön. Nein. Warte mal. Okay, er failt das Koboldfass, sehr schön. Er failt das Koboldfass an der Stelle. Und jetzt sollten wir es gleich gewonnen haben, das Game. Schieben wir hier noch eine Kanonenkarre. Jetzt bringen wir hier noch Kobolde rein. Edwin ist am Leben. Und da hat er jetzt, glaube ich, keinen Nix hier, das Ganze zu verteidigen. Sehr, sehr, sehr schön. Einfach für den geilen Drip. Man kennt ihn, Karl. Man kennt ihn. Perfekt. Alles, Benny, alles gut. Wir brauchen die Trades nicht. Die Trades kriegen wir schon hin. Das klappt alles schon, ne? Sehr schön. Wir haben hier mit dem Golem auf Level 10 extrem wichtiges Upgrade und dann gleich noch Sparky upgraden. Jetzt hier mit dem Token. Sehr schön. Sparky für Banditen. Sehr, sehr, sehr gut. Du hast im Schnitt... Oh. Du hast im... Wo stand das jetzt hier? Er hat was geschrieben, was ich nicht lesen will. Wo stand das? Wo stand das? Du hast im Schnitt... Hä, wo sehe ich das jetzt? Du hast im Schnitt 13,8 Pokale pro Minute gemacht. Schon sehr geil. Alter, ich habe pro... Im Schnitt pro Minute... 13,8 Pokale gemacht. Also... in 3 Minuten quasi über 40 Pokale im Schnitt. Alter, das ist schon insane. Das ist schon insane. Das ist schon echt insane. Danke, Jungs. Ja. Hast du dir so verdient, mein Freund. Hast du dir so verdient. Naja, aber Drama King, du spielst, schreibst auch manchmal schon extrem weirde Sachen rein, die werden dann vielleicht falsch verstanden. Ich bin hier ein Feuerball. Lass ein bisschen Damage zu, das ist okay. Quetschen den Royal Giant davor, der zu spät kommen wird und deswegen ganz, ganz schlecht ist und ist übelst schmerzt, aber der einfach. Ja. Ja, okay, das war jetzt nicht so optimal, wir kriegen trotzdem guten Damage raus. Spielen wir noch den Royal Ghost. Okay, wir haben kein Feuer beim Cycle, heißt wir müssen jetzt die Rascal spielen. Das ist der erste Gegner, der nicht ganz lost ist. Der ist ganz okay eigentlich. Ich bin hier auf jeden Fall den Miner Defense. Okay, der Gegner ist gar nicht so schlecht, muss ich aufpassen. Ghost. Na komm, Ghost, die zählt er doch noch einmal, ja. Wir lassen unseren Turm fallen. Gehen direkt aggressiv weiter rein. Rescue geht down an der Stelle, ärgerlich. Aber ist guter Damage vom Royal Giant, vom Royal Ghost. Den müssen wir jetzt Feuerball bringen. Geht klar, der Mage geht down, bevor er irgendwas macht. Und dann können wir gleich Knickfick mit dem Royal Giant machen. Das ist natürlich übelst broken.
Das ist halt so viel Damage. Wir noch nicht raus? Nein, kein, nicht noch nicht. Ja, und jetzt sollten wir das Game gewonnen haben. Ich bin hier die. Die Rascals. Spiel dann hier noch die Spear Gobs und dann einfach den nächsten Royal Giant in Knicke. Und dann haben wir das Ganze gewonnen. Sehr schön. Geiles Match. Wir brauchen noch zwei oder ein Match, dann haben wir endlich die. Haben wir endlich die Challenge durch und können dann mit dem Speedrun-Projekt anfangen. Bin ich schon sehr gespannt drauf. Okay, nice. Ich hab schon wieder gespannt gesagt, man kennt es. Leute, seid ihr gespannt? Seid ihr gespannt auf den Speedrun? Habt ihr Bock? Nicht? Aber dennoch, okay. Wir holen uns jetzt noch das Emote und dann haben wir die Challenge gewonnen. Und wir spielen hier auf jeden Fall die Hexe. Weil die Hexe ist ein krasser Counter zur Nachthexe. Das ist auf jeden Fall stark. Dann haben wir hier die Rascals. Die Pfeile wegen dem Koboldfass, die wir mitnehmen. Und dann noch den Babydrink. Das ist eine richtig gute Auswahl. Das sieht schon mal richtig gut aus. Wenn wir jetzt noch irgendeine Win Condition haben, die ganz okay ist, dann sollten wir das Game eigentlich gewinnen können. Wir haben auch noch einen Freeze. Oh mein Gott, er gibt uns Lava-Hund. Wir haben einfach Lava-Babydrink jetzt hier im letzten Game. Wie OP. Besser geht's ja kaum für uns. Wir starten auch einfach mit Lava-Hund. Wir haben jetzt die Rescues hier in der Defensive, falls er mit einem teuren Push reingeht. Okay, er geht aber komplett rein. Okay, okay. Spiel noch einen Eisgolem. Hier die Pfeile. Okay, der Spieltyp scheint nicht schlecht zu sein. Er spätet auch so ein bisschen. Man wusste, dass er da reingehen muss und so weiter. Ich glaube, der ist nicht so schlecht. Ich spiele auf jeden Fall das Skelettfass, da das Ganze dann vielleicht gleich die Speargobs tötet. Und tankt kurzzeitig für die Lava-Pups. Oh mein Gott, er fällt den Sepp. Er fällt den Sepp und damit ist der Tower down. Und er spielt noch einen Erdbeben dazu, der natürlich gar nichts hilft. Okay, ich dachte, der Spieltyp wäre ein bisschen besser. Das war natürlich nicht optimal verteidigt, aber vielleicht hat er auch Probleme in der Defense einfach. Ich würde sagen, wir gehen noch einfach auf 3-Crown-Push, weil wir haben eh einen Freeze. Ich denke, das können wir uns erlauben. Ich würde sagen, wir gehen einfach auf 3-Crown. Das sollte eigentlich klappen. Wir lassen jetzt unseren Tower fallen. Hätten das Ganze auch verteidigen können, aber wir gehen einfach auf den schnellen 3-Crown. Das Game sollte eigentlich eh recht safe sein, sagen wir es mal so. Skills und dann brauchen wir gleich noch ein Baby, denke, dann sieht das extrem gut aus für uns. Hm. Leider ist unser Dings down, unser Lava-Hund. Ja, aber so ein Freeze könnte gleich auch noch mal nice werden, wenn da ordentlich Skelette dran sind. Ich denke, da freezen wir jetzt auch und die Skelette könnten dann hier den Turm finishen. Sehr schön. Einfach damit zugelassen und den 3-Crown geholt und damit 9 zu 0 diese Challenge gewonnen. Nice, damals. Einfach diese Challenge gewonnen. Sehr, sehr, sehr schön. Damit gönnen wir uns natürlich das Nachthexen-Emote. Das werden wir jetzt auf jeden Fall auch reintun. Sowieso einfach mal ein paar Emotes hier reintun. Achso, nee, wir haben nur die Emotes, Lul. Das sind alle. Okay. Ja, Leute, das war's mit der Nachthexen-Challenge. Wir haben damit jetzt Golem und Sparky Level 10 bekommen und Hexe geht nahe Richtung Level 11. Extrem wichtige Level-Ups für das Speedrun-Projekt. Und ja, das Speedrun-Projekt, wie gesagt, findet heute auch noch statt. Das werdet ihr heute Abend auf meinem YouTube-Kanal dann anschauen können. Das werde ich später hochladen. Ich denke, so gegen 17 Uhr. Vielleicht wird es etwas später. Und ja, wir werden jetzt mit diesem Deck und diesen Leveln pushen und ich bin gespannt, wie hoch wir kommen werden. Ansonsten könnt ihr auch gerne ein Abo, ein Like oder einen Kommentar da lassen. Würde ich mich drüber freuen. Wir sehen uns sonst im nächsten Video. Haut rein und bis dann.